Ja, herzlich willkommen in dieser Serie Faszination Gott, wo wir uns mit den Wesenszügen, mit den Eigenschaften, mit den Attributen von diesem absolut faszinierenden Gott auseinandersetzen. Gabi hat letzte Woche den Start gemacht, unfassbar. Und heute, in der heutigen Predigt, geht es eben um heilig und herrlich. Wer kann ihm schon begegnen? Wir wollen uns im ersten Teil von Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, unter die Augen malen lassen und irgendwie einen kleinen Abglanz davon bekommen, wie heilig und wie herrlich das unser Gott tatsächlich ist. Ja, grenzt nicht schon fast an Gotteslästerung, wenn wir nur probieren, mit unserem menschlichen Wort über den Gott zu reden. So heilig und herrlich ist er. Und im zweiten Teil, und das ist für mich die logische Konsequenz daraus, ja, wenn Gott so heilig und herrlich ist, wer kann ihm denn überhaupt begegnen? Wir müssen mit uns auseinandersetzen, wer ist würdig? Kann man würdig sein, dem Gott zu begegnen? Wie immer gehen wir direkt in die Schrift, ins Wort Gottes. Wir lesen in der Offenbarung 4 einen sagenhaften Text. Da schreibt der Johannes über eine Begegnung und er sagt: Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ungefähr so hat wahrscheinlich die Tür etwa ausgesehen. Und dann heißt: Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Der glich in seinem Aussehen einem Smaragd, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welchen die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Das sind die ersten paar Verse von der Offenbarung 4. Bei dem Johannes passiert etwas, was wir in unseren westlichen Breitengraden, ich glaube, besonders so in der Freikirche, und ich muss sagen, leider relativ selten erleben. Und Johannes hat ein Erlebnis, wo er aus seinem Körper rauskommt, er sagt, siehe, ich war im Geist, und eine außerkörperliche Erfahrung hat. Und ihm werden bildliche Eindrücke geschenkt von dem, was wir den Himmel nennen. Die himmlische Realität. Oder auch der dritte Himmel, wie es der Paulus nennt. Er hat auch mal so eine Begegnung gehabt, sagt, ich war im dritten Himmel gewesen, und der Paulus hat dort Sachen gehört, die man nicht sagen darf. Und der Johannes kommt an diesen Ort, und das muss er absolut faszinierender Ort gewesen sein. Er geht durch die Tür rein und ist einfach plötzlich im Himmel. Und wir sind ja manchmal beeindruckt, vielleicht hat er gestern oben gesehen, sehr schöner Sonnenuntergang gewesen. Manchmal stehen wir da und staunen ab so etwas. Vielleicht ist es für dich etwas anderes, vielleicht wenn du im Herbst Blätter von den Bäumen fallen und du im Wald gehst, spazieren, denkst du, wow. Und ich sage euch, das kann man nicht vergleichen mit dem, was der Johannes damals gesehen hat. In diesem Himmel, da wird es Sachen gegeben haben. Ich wette, da hat es Zeug gegeben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also, ich weiß es, weil ich ja dann weitergelesen habe, Offenbarung. Und wir kommen dann später noch dazu. Aber da hat es Sachen gegeben, wo wahrscheinlich ist man einfach mal sprachlos, wenn man das sieht. Da kann man gar nicht reagieren. Und was ich persönlich so faszinierend finde, was der Johannes sagt, als allererstes, das allererste, was er über die Lippen bringt, ist: In diesem Himmel, in dieser Sphäre, die wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichbar ist, wie das, was wir hier erleben, ist, er sagt, und siehe, im Himmel, es stand ein Thron. Als gäbe es da nicht Hunderte und Tausende und Millionen von Sachen und Wesen und Engeln und Zeug anzuschauen, am Johannes Blick. Von Anfang an, der erste Ort, wo er herschauen kann. Alles, versteht ihr, in dieser himmlischen Sphäre, alles, zielt ab auf das absolute Zentrum vom ganzen Universum, von allem, was überhaupt existiert. Und es ist ein Thron. Und Johannes sagt, und siehe, es war ein Thron im Himmel. Und dann sagt er weiter, und auf diesem Thron saß einer. Mir ist aufgefallen, dass die Bibel sagt, auf diesem Thron sitzt nur einer.
Manchmal fragen mehr Leute, ja, aber Lars, du bist da so gläubig und spirituell und was auch immer. Wie siehst du das mit anderen Göttern? Wie hast du, weißt du, haben die auch irgendwie eine Wahrheit? Gibt es denn nicht vielleicht auch noch andere? Ich sage, nein! Auf dem Thron im Himmel, da sitzt nur einer, der regiert auf dem Thron. Nur ein einziges ist unser Gott. Unvergleichlich, unbeschreiblich. Und dann sagt der Johannes, und sein Aussehen ist einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Ja, aber Lars, was ist Johannes da sagen? Gott sieht aus wie ein Stein. Nein, ich glaube im Gegenteil. Der Johannes hat, glaube ich, nach einem Ausdruck gesucht für etwas, was unbeschreiblich ist. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einem Jaspis. Kannst du schnell eins weiter? Danke. Das ist ein Jaspis. Versteht ihr? Johannes hat nicht sagen, Gott ist grün oder blau oder weiß. Oder Gott, er hat nicht sagen, Gott hat gerade Linien. Hat er auch gar nicht können. Versteht ihr, weil Gott ist, er ist undefinierbar. Der hat jede Farbe, der Stein. Kannst du noch eins weiter? Das ist auch ein Jaspis. Schau mal die Strukturen, die Farben an. Der Johannes hat wahrscheinlich jedes Mal, als er hergeschaut hat, wieder von Neuem überwältigt gewesen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt sagen, wie der da aussieht, wo da sitzt. Gott hat nicht einfach eine Form. Gott hat nicht einfach ein Muster. Gott hat nicht einfach eine Struktur oder eine Farbe. Der Gott in ihm und durch ihn sind alle Sachen und zu ihm hin und für ihn ist alles geschaffen. In seinem Aussehen hat er jede Farbe, jede Form, jedes Muster, jedes Aussehen. Das ist wie ein Jaspis. Kannst du noch eins weiter? Das ist auch Jaspis. Es ist ein natürliches Bild. Das ist ein Wasserfall. Das sieht so aus. Und Johannes war wahrscheinlich jedes Mal, als er am Thron geschaut hat, auch überwältigt. Ich dachte, wow, wow, wow. Und dann heisst es weiter und es heisst, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Als wäre es nicht genug, das Unbeschreibliche, wo man keinen Ausdruck findet, wo man nicht sagen kann, Gott ist so, ist da noch ein Regenbogen. Ja, aber was ist das für ein Regenbogen, der da um Gott herum ist? Es ist interessant, im Alten Testament haben verschiedene Propheten ähnliche Begegnungen gehabt, wie der Johannes sie hat, und haben etwas gesehen von diesem Himmel. Und es ist sehr spannend, wie sie beschreiben, was sie sehen. Und da kommt uns der Hesekiel zu Hilfe, für zu sagen, was der Regenbogen ist. Ich rede von einem Jesaja, von einem Daniel, aber von einem Hesekiel. Und der Hesekiel schreibt hier im Hesekiel 1,28, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung, und jetzt kommt es, der Herrlichkeit des Herrn. Der Herrlichkeit. Und als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Der Hesekiel gibt uns hier ein Wort, unsere absolute Sprachlosigkeit, wenn wir Gott sehen. Er redet von Herrlichkeit, er redet von einem Glanz. Da ist es ist als wäre, als könnte sich Gottes Wesen, als wäre es nicht genug, dass er aussieht wie ein Jaspis, wie ein Sardisstein, der keine Form und keine Farbe hat, wie nochmal ihre zusätzliche Dimension um ihn raus ausdrücken. Versteht ihr, in diesem Himmel, in dieser himmlischen Sphäre, da ist alles ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Alles. Das ist, da kannst du nie anders hergehen, es ist Licht, es ist wunderschön, es ist jedes Wesen, das da ist, trägt es, sogar wir tragen by the way das. Aber da bei diesem Thron, da wo du nicht anders kannst, als wenn du an den Ort kommst und dein Blick automatisch ausgerichtet wird auf den Thron, dann nimmt das nochmal eine ganz andere Intensität an, sodass da ein Bogen um den Gott um ihn ist, der strahlt, ein Glanz. Und wir können das nicht anders beschreiben, als mit dem Wort, wo uns der Hesekiel ins Maul legt, mit der Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit von Gott. Es ist der Glanz. Wenn wir schauen, was das Griechisch sagt, ich habe da eine kleine Statistik mitgebracht, was es alles für Wörter, weil mit Herrlichkeit übersetzt werden, dann finden wir im Griechischen Wörter wie Ehr, Glanz, grandios, leuchtend, Hoheit, grosse Macht, Ansehen, mehr als genug sein oder mehr als genug haben, immer wie mehr werden. Noch eindrücklicher wird es, wenn wir das Spektrum vom Alten Testament anschauen.
Versteht ihr? Das ist die Rede von Hoheit, Majestät, gross, von Schwerwiegen, von Gewicht haben, von Erfolg, von Gelingen, von Ruhm, von kostbar sein, Schmuck, Pracht, Macht, Schönheit, Stolz, Edel, Lichtglanz und so weiter und so weiter. Es gibt über hunderte von Begriffen, die als die Herrlichkeit von Gott übersetzt werden im Alten Testament für uns ins Deutsche. Weil man es nicht anders beschreiben kann. Es ist wie bei diesem Jaspisstein. Es gibt nicht, man kann nicht sagen, es ist so. Es ist unser kläglicher Versuch, ein grenzenloses Spektrum auszudrücken. Und wir können nicht anders als sagen, das ist Gottes Herrlichkeit. Es ist der Glanz, der in diesem Himmel um seinen Thron, um von ihm ausgeht. Und das sind noch weitere physische Manifestationen. Das sind die Stimmen, das sind Blitze, die ihm um sind. Aber die Sachen, der physische Ausdruck, und das ist ja so eindrückend, der kann noch bei weitem nicht ausdrücken, wie Gott ist. Es längt nicht, versteht ihr? Es ist nicht die Steine und das Funkeln und das Glänzen und der Bogen, der Regenbogen, der ja alle Farben hat, nicht nur eine Farbe, der hat ja alle Farben. Gott ist aber alles in allem. Das längt nicht, um auszudrücken, wie Gott ist. Herrlichkeit an sich längt nicht, um zu sagen, so ist Gott. Wenn wir nämlich weiterlesen, in der Offenbarung 4, im Vers 6, dann heisst sie: Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kestral. Und in der Mitte des Throns und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Und im Vers 8 heißt: Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsum und inwendig waren sie voller Augen. Vielleicht versteht ihr jetzt, dass ich am Anfang gesagt habe, dass es auch ganz andere Sachen gegeben, die man nachher schauen konnte. Dass sie Wesen, die in ihrer reinen Beschaffenheit uns in Staunen versetzen. Aber Johannes hat nicht können als Herr schauen zu dem Einten, zu dem Gott, der sitzt auf dem Thron. Manchmal können wir Christen so ein bisschen Unbehagen über, wenn man über die Wesen mit den Augen hat, weil sie nicht ganz sicher sind, warum haben die so viele Augen? Schauen die echt die ganze Zeit vom Himmel oben ab und ob echt die Menschen am Sündigen sind oder so? Und ich sage, die Augen haben mit dem überhaupt nichts zu tun. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Wesen von Anfang an so viele Augen hatten. Vielleicht haben sie mal mit 2 angefangen. Aber ich sage noch etwas, die Wesen, die von Ewigkeit zu Ewigkeit in Gottes Gegenwart sind und vor seiner Herrlichkeit stehen, die können sich schlichtweg mit 2 Augen nicht genug satt schauen an ihrer Schönheit, an ihrer Herrlichkeit, an seinem Glanz, an seinem Wesen. Versteht ihr? 2 Augen länger nicht, um die ganze Zeit zu dem Gott zu schauen. Du brauchst 100 Augen, dass du mit allen Seiten kannst schauen kannst, wie dieser Gott aussieht. Und jedes Mal, wenn du wieder her schaust, wirst du überwältigt, du bist sprachlos vor dem Gott. Die haben sich wahrscheinlich die Augen wachsen lassen, dass sie mit mehr Augen schauen können. Versteht ihr? Ich kann nicht anders, die Wesen. Und er heisst von diesen Wesen: Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist Gott allmächtig, der da war und ist und der da kommt. Und die Wesen rufen das für alle Ewigkeit. Die Wesen geben uns ein zweites Wort, um irgendwie probieren auszudrücken und zu beschreiben, wie der ist, der da sitzt auf dem Thron. Der ist nicht nur herrlich, dass man sich nicht satt schauen kann an ihm, der ist auch heilig. Und heilig meint rein, ohne Makel, ohne Fehler, abgesondert, erhaben, ohne Sünde. Und die Wesen rufen alle Zeit: Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig bist du. Heilig bist du. Und dann rufen sie einen Angst zu. Wisst ihr, was für mich das Eindrückliche ist? Zum irgendwie, ich habe vorhin gesagt, die physischen Manifestationen längen nicht, um Gott zu beschreiben. Im Himmel, müsst ihr euch überlegen. Im Himmel, nicht auf der Erde. Im Himmel. Längen nicht. So, dass sich jetzt die Wesen selber verschwenden, um für alle Ewigkeit nichts anderes zu sagen als heilig. Heilig bist du. Und wir kommen uns schon blöd vor, wenn wir 10 Mal das Gleiche müssen sagen. Kommen wir uns schon recht doof vor. Schon recht. Und die machen, versteht ihr, mit dem, dass sie das sagen, sie tun sich dermassen abheben und Gott so
erheben und sagen, du bist so heilig, wir verschwenden unsere Existenz als Wesen in diesem Thronsaal. Für nichts anderes sagen, für alle Ewigkeit, als zu sagen, heilig bist du. Und dann rufen sie es zum Thron, heilig bist du, heilig bist du, heilig bist du. Und dann sagen sie es lang, hey, heilig ist der, der da sitzt auf dem Thron. Heilig ist der. Und als wäre das nicht genug, heisst es, und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, mit weißen Kleidern bekleidet. Und auf ihren Häuptern hatten sie goldene Kronen. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit voran kamen und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten an und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Was für ein abgefahrenes Spektakel. Um den Thron sind 24 Throne. Und da sitzen 24 Älteste. Und sage ich jetzt, ich gehe ganz bewusst nicht auf die Bedeutung von den Ältesten und was die genau bedeuten und von diesen Wesen ein. Aber das sind 24 Älteste. Und die haben Würde und Ehre. Und jedes Mal, wenn sich die Wesen wird zurufen, heilig, heilig bist du, heilig, dann fallen die auf ihre Knie, die 24 Ältesten. Und beten an, sie nehmen ihre Krone, ihre Würde, ihre Ehre von ihrem Haupt und werfen sie zu dem Thron und sagen, du bist würdig zu empfangen Macht und Herrlichkeit und Ruhm, du bist würdig, und beten an. Was für ein abgefahrenes Spektakel im Himmel. Und das für alle Zeit, für alle Ewigkeit. So heilig und herrlich ist unser Gott. Auf der einen Seite haben wir die Herrlichkeit, die Schönheit, den physischen Ausdruck, den wir nur mit dem Wort von Herrlichkeit irgendwie beschreiben können. Es ist eben, wie der Herr ist. Es ist eben herrlich. Man kann es gar nicht anders sagen. Es ist so, wie er ist. Der Jaspis, der alle Farbe hat. Und das versetzt uns in eine demütige Sprachlosigkeit, die wir gar nicht sagen können. Wo wir uns einfach nur satt schauen können. Vielleicht wachsen uns auch mal noch mehr Augen. Wo wir uns einfach nur satt schauen können an dem Gott. Auf der anderen Seite ist da Gottes Heiligkeit, seine Reinheit, seine Makellosigkeit, seine Sündlosigkeit. Dass die Wesen alle Zeit rufen, du bist heilig, und sich verschwenden. Und dass die Ältesten auf ihre Knie fallen, jedes Mal neu. Nicht wie ein Roboter, von ganzem Herzen, jedes Mal neu. Und anbeten. Versteht ihr? Es ist die einzige angemessene Reaktion auf die Knie zu fallen und anzubeten vor ihm. Und wisst ihr, was ich das Krasse finde? Auf seine pure Existenz. Gott in der Offenbarung da, der macht gar nichts. Der hockt nur da. Das ist nicht, dass er irgendwie wird die Welt erschaffen und wow, rettet und er wird aus nichts plötzlich das ganze Universum. Er sitzt einfach da auf dem Thron. Das ist alles, was er macht. Er ist der, was er ist. Er sagt, ich bin der, ich bin. Er ist einfach. Und das allein rechtfertigt das ganze Spektakel. Dass er einfach ist, wer er ist. Wir haben die Heiligkeit, die uns nicht in die Sprachlosigkeit hineinführt, sondern eben das, dass auch wir anfangen zu rufen. Heilig, heilig bist du. Und für mich stellt sich jetzt an dieser Stelle direkt die Frage, ja, aber wenn unser Gott dermassen herrlich und dermassen heilig ist, wer kann ihm überhaupt begegnen? Wer kann so überhaupt vor so einem Gott kommen? Und wenn wir uns die Heiligkeit und Herrlichkeit bewusst werden, dann müssen wir schauen, dass wir nicht auf der anderen Seite vom Ross runterfallen. Und das passiert ganz oft, auch bei uns Christen, dass wir dann das Gefühl haben, wenn der Gott so erhaben und herrlich und heilig ist, dann sind wir nicht würdig, ihm zu begegnen. Und es hat sich etwas breit gemacht bei uns Christen, leider hier in unseren Breitengraden, wo ich immer wieder erlebe und wo mir in meinem Herz wehtut. Und ich nenne das sündige Würmer-Syndrom. Das bedeutet, dass wir werden uns zwar der Herrlichkeit und Heiligkeit von Gott bewusst irgendwie, aber gleichzeitig leiten wir aus dem ab, dass wir im Vergleich zu ihm nur Dreck sind und nur sündige Würmer sind und nichts sind. Und dass wir
immer wieder werden ihn. Es ist geprägt von einem falschen Evangeliumsverständnis. Wir glauben nur an ein Evangelium von der Errettung, das dann einig ist. Man hat das Verständnis davon, dass wir Sünder sind und Versager sind und das Danke Gott, du dir erbarmt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast, jetzt unsere Sünde vergeben, dass wir dann vielleicht einig können, einig bei dir sein. Aber wir werden immer wieder unwürdig und schuldig an dir. Und wir werden immer wieder sind wir Versager und wir werden immer wieder sündigen und dich Gott enttäuschen. Und wisst ihr, was mich am meisten verletzt bei dem ist? Wenn man so ein Evangeliumsverständnis hat, dann erstens kann man Gott gar nicht begegnen. Weil Gott ist nämlich wirklich heilig. Und wenn du Sünde hast in deinem Leben, wenn du ein Sünder bist, dann kannst du nicht existieren in seiner Makellosigkeit. Du vergehst wie ein Duft. Wie eine Blume verdörst du wie das Gras, sagt die Bibel. Du vergehst, du kannst nicht. Er ist so heilig. Und das Zweite ist, du willst schon gar nicht ihm begegnen. Weil in seiner Gegenwart gibt es dann nur Verurteilung für dich. Deine Blöße und deine Sünde und deine Fehlerhaftigkeit wird offenbar von ihm. Und es gibt nur Verurteilung und Scham. Mögt ihr euch erinnern, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tag, wo du vom Apfel isst, ist Adam, musst du sterben, du kannst nicht länger sein bei mir. Und was lesen wir in der Bibel? Wie war es? Der Adam hat sich versteckt. Voll Scham. Der Jesaja, wo er die Herrlichkeit von Gott sieht, sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, Hilfe, ich vergehe in deiner Gegenwart. Der Mose musste, der grosse Mose, versteht, musste in einen Felsspalt reinkriechen. Und Gott hat gesagt, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, weil sonst musst du des Todes sterben. Ich werde meine Hang auf den Felsspalt haben und dann werde ich vorbeigehen und du kannst höchstens mehr von hinten anschauen. Aber meine Herrlichkeit sollst du nicht sehen, weil du kannst nicht existieren in meiner Gegenwart. Der Gideon, wo er am Engel vom Herrn begegnet, sagt, ich muss des Todes sterben. Versteht ihr, für Hunderte und Aberhunderte von Jahren ist es unmöglich gewesen. Unmöglich. Es ist unmöglich gewesen, der Herrlichkeit von Gott zu begegnen. Weil es ist der Fluch von der Sünde gekommen. Und die Welt ist unter dem Fluch von der Sünde gefangen gewesen. Und wir sind getrennt und abgeschnitten worden von Gott. Von der Begegnung mit seiner Herrlichkeit. Und jetzt doch plötzlich, etwa vor 2000 Jahren, taucht einer auf, der von sich selber sagt, ich bin der Sohn Gottes, Jesus Christus. Aus ihrer berühmtesten Predigt, in der Bergpredigt, in Matthäus 5,8, sagt er, gesegnet sind die. Gesegnet sind die, die reinen Herzens sind, weil sie werden Gott sehen. Aber wir können doch nicht. Wir sind Sünder. Wir sind abgeschnitten, wir verfehlen seine Herrlichkeit, wir sind nicht heilig, wir sind nicht würdig. Aber er sagt, gesegnet sind die, die reinen Herzen sind. Als würde er das sagen, wenn es nicht möglich wäre. Gesegnet sind die, die reinen Herzen sind, weil sie werden Gott sehen. Versteht ihr, von Anfang an ist es nicht so gewesen, dass es unmöglich ist. Wir lesen von Adam, dass er im Garten mit Gott gewandelt ist, auf Angesicht zu Angesicht eine Gemeinschaft kam mit ihm und seine Herrlichkeit können sehen. Jesus, der das gesagt hat, dass die reinen Herzen sind, auch Gott werden sehen, ist ans Kreuz. Und an diesem Kreuz hat er eben nicht nur, wie dem falschen Verständnis, das wir manchmal haben, einfach unsere Sünden vergeben. Nein, er hat uns von dem Fluch von der Sünde befreit. Und er hat uns geheiligt. Er hat uns heilig gemacht. Durch Jesus, durch sein Vollbrachtwerk vom Kreuz, ist es jetzt möglich. Versteht ihr, wenn die Bibel das Neue Testament von uns, von den Gläubigen, redet, dann redet sie nicht von Sündern. Dann redet sie nicht von Leuten, die Gottes Herrlichkeit nicht sehen können. Hört mal, was die Bibel für eine Sprache redet über uns. Das Neue Testament redet noch und noch von uns als den Heiligen. Im Epheser 1, Vers 4 heißt es, wie er, also Gott, uns in ihm, also in Jesus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm wandeln.
Seine Idee von Anfang an war, wo bevor er die Welt gemacht hat, wo er die und die und die und mich gesehen hat und gemacht hat und gesagt, ja, ich werde einen Menschen machen in meinem Ebenbild. Ich werde mir ein Ebenbild, er sagt, ich werde Menschen machen in meinem Ebenbild und Gott schuf den Menschen und zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und ich mache ihn, damit er was? Heilig ist. Heilig und tadellos soll er sein. Das war sein Plan von Anfang an, von Anfang an. Sünde ist nicht mal ein Thema. Und dann sagt er, oh, das ist nicht die einzige Stelle, es heißt im Kolosser 1, Vers 22, auch ihr, die ihr einst entfremdet wart und feindlich gesinnt wart, Vergangenheit, er redet von Gläubigen, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt in seinem Leib, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch was? Heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das ist die neutestamentliche Realität. Heilig, mehr, heilig, nicht Sünder, nicht sündige Würmer, nicht, du willst immer wieder versagen, du willst immer wieder Gott enttäuschen. Das ist nicht mal in der Sprache vom Neuen Testament. Jesus' Blut ist genug. Und er sagt, er hat uns heilig und tadellos, tadellos, ohne Tadu und unverklagbar vor Gott dargestellt. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 1,15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, Gott nämlich, so sollt auch ihr heilig sein. Heilig in eurem ganzen Wandel. Heilig. Warum? Weil er heilig ist, hat uns das im Ebenbild gemacht, für uns und für die Gemeinschaft. Wir sollen heilig sein. 1. Thessaloniker 2,10, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Hebräer 13, 24. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Und sagt euch, das ganze Neue Testament ist voll. Und sie redet von uns als von den Heiligen. Wir sind durch das, was Jesus gemacht hat an diesem Kreuz, ein und für alle Mal geheiligt als Gläubige. Gottes Plan ist es von Anfang an gewesen, uns heilig und tadellos zu machen. Und bei aller Heiligkeit und bei aller Herrlichkeit, die der Gott hat, hat er gesagt, ich mache euch in meinem Ebenbild. Das sind meine Gemeinde. Wir sind heilig und würdig, dem Gott zu begegnen. Wer kann dem grenzenlos unbeschreiblichen Gott begegnen? Wir, seine Gemeinde, wir die Heiligen und Geheiligten, wir können. Wir dürfen, und wegen dem sagt der Hebräer, so lasst uns nun mit Freimütigkeit zu dem Thron, wo einer drauf sitzt, nur einer, der regiert über Himmel und Erde und thront und triumphiert und erhaben ist. Wir dürfen jetzt mit Freimütigkeit mutig hinzutreten zum Thron der Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Wir dürfen. Versteht ihr, wenn wir heilig sind, dann können wir nicht nur Gott begegnen, sondern dann wollen wir auch Gott begegnen. Das ist ganz umgekehrt von voran. Weil wir wissen, dass wir heilig sind, nicht wegen dem, was wir gemacht haben, wegen dem, was er gemacht hat an diesem Kreuz. Weil wir wissen, dass es eben dann keine Verurteilung mehr gibt, keine Scham, keine Blöße mehr, kein Hund mehr bei uns. Wir müssen nicht mehr schämen, wo wir dürfen eben mit dieser Freimütigkeit zu ihm kommen. Und dann kann plötzlich Beziehung passieren zwischen dem, was uns gemacht hat und uns. Und es soll jetzt nicht einfach etwas Theoretisches bleiben. Sondern wir wollen jetzt ganz bewusst in so eine heilige Zeit hineingehen. Ich werde jetzt ein Lied abgespielt, das uns nochmal reinnimmt in die Sphäre. Ich finde, das Lied beschreibt es unglaublich gut, wie wir uns die himmlische Sphäre vorstellen können. Ich will dich einladen, dass du jetzt darfst, einfach dort, wo du bist, mutig hinzutreten zu dem Thron, den wir davon hatten. Und vielleicht bist du wieder Johannes, einfach mal sprachlos. Du kannst dich nicht satt schauen an dieser Schönheit und dieser Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit bewirkt in dir das Verstummen, das Demütige, sprachlos sein vor ihm. Aber vielleicht möchtest du auch wie die Tiere auf die Knie fallen und sagen, heilig, heilig bist du. Und vielleicht möchtest du wie die Ältesten deine Krone, deine Ehre, deine Würde vom Haupt nehmen und vor den Thron werfen und anbeten und sagen, würdig bist du zu empfangen.
würdig bist du zu empfangen. Herrlichkeit, Macht und Ehre. Wir werden nach dem Lied in die Zeit der Anbetung hineingehen. Und das ist, vielleicht merkst du, hey, ich habe vielleicht sündige Würmer-Syndrom manchmal noch. Und dann ist auch das Haupt an, wo für dich genau eine Möglichkeit ist, um das ablegen bei Gott und zu sagen, hey, ich möchte mich so sehen, wie er mich sieht. Lass dir sagen noch etwas. Ich möchte der Bibel glauben. Ich möchte dem Wort Gottes glauben. Und wenn Gott die Bibel geschrieben hat, dann sieht er mich so. Dann redet er, wenn er mich anschaut, dann sieht er mich und die heilig. Und ich möchte über meinem Leben nichts glauben, was er nicht auch glaubt. Und wenn er sagt, dass ich heilig bin, dann möchte ich das ernst nehmen. Und vielleicht ist es heute für dich dran, zum Hauptteam zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mein sündiges Würmer-Syndrom loswerden. Weil die Bibel sagt über mich, dass ich heilig bin. Alles, was ich sehe, verschwindet. Plötzlich komm ich wieder zu mir und seh einen Thron. Grenzenloser Herrlichkeit, gleißendes Licht, das mich blendet. Fassungslos blick ich auf den, der da sitzt auf dem Thron. 24 Älteste fallen auf ihr Angesicht nieder, werfen ihre Kronen vor den, der da sitzt auf dem Thron. Ehrfurcht überwältigt mich, bringt mich auf die Knie immer wieder. Alles in mir beugt sich vor dir, der da sitzt auf dem Thron. Du bist unvergleichlich wunderschön, unbeschreiblich anzusehen. Alles, was ich singen kann, ist heilig, heilig, unvergleichlich wunderschön, unbeschreiblich anzusehen. Alles, was ich singen kann, ist heilig, heilig bist du. Heilig bist du. Heilig bist du. Heilig bist du. Hell als der Sonne Glanz, wer kann deinen Anblick ertragen? Niemand kann bestehen vor dem, der da sitzt auf dem Thron. Wunderschön, unbeschreiblich anzusehen.
was ich singen kann, ist heilig. Sing es nochmal. Heilig, unvergleichlich, wunderschön, unbeschreiblich anzusehen. Alles, was ich singen kann, ist heilig. Heilig, unvergleichlich, wunderschön, unbeschreiblich anzusehen. Alles, was ich singen kann, ist heilig, heilig bist du. 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 Heilig, 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 heilig bist du. Heilig, 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 heilig bist du. Heilig, 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 heilig. Heilig, heilig, heilig bist du. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig bist du. Auf dem Thron bis in alle Ewigkeit steh ich hier und sing immer wieder. Herrlichkeit und Ehre sei dem, der da sitzt auf dem Thron.